Du isst Zucker, ja, nimmst ein Stück Zucker auf, isst das, das geht im Magen-Darm-Trakt, wird gespalten. Wir sollten die normalen Proteinstandards, ja, circa einhalten. Ich sag mal so für nicht trainierende 0,8, ja, pro Kilogramm Körpergewicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar wichtig. Ankündigung: Pura Science, mein Zweitkanal. Bitte unbedingt abonnieren, dort ebenfalls ja, kostenlose Inhalte zu diesen Thematiken, wenn du dein Leben noch besser optimieren möchtest. Und vor allen Dingen, man weiß nie, momentan werden einige Kanäle gelöscht. Von daher bitte einmal auf Pause drücken, diesen Kanal abonnieren, Cura Science, und dann auf die Glocke auch drücken, aktivieren, falls irgendwas passieren sollte, weil wirklich ganz viele Kanäle momentan gelöscht werden, die so ein bisschen mehr Aufklärung betreiben halt, ja. Von daher, das ist sehr, sehr wichtig. So, sehr gerne, auch wenn du einen Job suchst, auf purazell.de haben wir ebenfalls Ausschreibungen. Das ist der von der Homepage, von der ich natürlich auch lebe. Könnt ihr sehr gerne auch schauen, vielleicht ist ein Job für euch dabei. Ja. Es kommt aber nur zum Thema Krebs, und zwar, jetzt sagt er wieder, oh, es fängt ja mit Krebs an, Alter, 1 Milliarde Videos auf YouTube und er macht ein Video über Krebs. Und ich sage euch, dieses Video gibt es auf YouTube so noch nicht und ich habe auch noch keins überhaupt gefunden, die diese Thematik so genauestens jetzt behandelt. Und warum mir das so wichtig ist, weil viele Menschen die falsche Ernährungsform folgen und vor allen Dingen auch bei der Krebserkrankung, und sich dadurch eben das Ganze noch verschlimmert. Und weil so viele Mythen darüber im Umlauf sind, möchte ich hier einmal Klarheit schaffen, dass eine reine Kohlenhydratrestriktion, keine Kohlenhydrate essen, den Krebs nicht besiegen wird. Es kommt auch was Wichtiges an, vielleicht kann es dadurch sogar noch beschleunigt werden. Und das befassen wir uns jetzt damit in diesem Video. Wir gehen auch gleich noch ein bisschen mehr in die Biochemie rein, denn diese Thematik Krebs kann man nur wirklich in reiner Biochemie erklären. Nicht irgendwelche Studien, da hat er herausgefunden, dass dieses Lebensmittel so und so. Nein, es ist die reine Biochemie, müsst ihr verstehen. Ja, warum das so entscheidend ist, warum ich das Thema nochmal aufgreife. Und zwar, wir haben 500.000 Neuinfektionen alleine in Deutschland an Krebs. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Das müsst ihr euch vorstellen. Jedes Jahr. Jetzt sagt er, ja gut, sind ja nur 100, jeder 160. jedes Jahr. Ist ja gar nicht so viel. Ja, aber auf andere Statistiken geht er vor, dass jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt. Du nicht. Du nicht, du nicht, du nicht, du. Überleg dir das mal. Jeder Zweite, ja, so, guck dir gerade zu zweit das Video, eine davon an Krebs erkranken. Das sagt die Statistik. Ob das so war ist oder wie auch immer, ob das sich wirklich so manifestieren wird, das hängt natürlich auch in der Lebensart des Menschen natürlich ganz klar davon ab, ja, und inwieweit er sich bildet und mit der Thematik überhaupt auskämpft, um dem zu entgehen natürlich auch, ja. Aber das sagt erstmal die Statistik und das ist ja wirklich schon krank, ja, das könnt ihr auch gerne nachlesen, ja? Das ist nicht, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und deshalb war dieses Video für mich so wichtig, damit ihr genauestens versteht, worauf es wirklich ankommt, ja? Wirklich, wirklich ankommt. So. Zunächst ein paar allgemeine Sachen. Krebs ist erstmal etwas, ja, entsteht relativ häufig Mutationen bei uns im Körper die ganze Zeit, die werden aber auch wieder beseitigt von Immunsystem. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes halt, wenn das alles im Gleichgewicht ist, ja. Es gibt Mikrotumore und Makrotumore. Also Mikrotumore sind so klein, dass man sie meistens durch Ultraschall gar nicht sehen kann. Zum Beispiel bei der Schilddrüse ist es sehr, sehr bekannt, dass die Mikrotumore, die man im Ultraschall, die sieht man gar nicht. Ja? Da kriegt man nur 10 bis 15% der Tumore kriegt man über den Ultraschall. Macht man aber eine Obduktion später der Leiche, haben 80% der Menschen Tumore in der Schilddrüse, die man vorher gar nicht gesehen hat. Das sind Mikrotumore. Und die können ganz schnell zu Makrotumoren werden, wenn man eben das Falsche tut. Und das möchte ich hier in diesem Video so gut es geht belichten, beziehungsweise woran ich mich halte persönlich, ja. Tumor beschreibt quasi Gewebeveränderung und zwar auf autonomer Basis, selbstständig. Und das unkontrolliert, ja. Und das nennt man auch Neoplasie. Es gibt gutartige und bösartige Tumore, ja, maligne. Und benigne, also benigne sind gutartige und maligne sind bösartige. So, kommen wir nun zu den Ursachen. Als allererstes, ja, in jedem Biochemiebuch, was du lesen wirst, wird dir auffallen, dass die erste Ursache immer Mutationen sind, ja? Veränderungen im Genmaterial. Und zwar meistens durch äußerliche Einflüsse. Es gibt eine erbbedingte Form, so, die ist so dermaßen herabgesetzt, ja, beziehungsweise nicht so präsent, wie sie momentan überhaupt so beschrieben wird, weil oftmals hast du Prädispositionen vielleicht im Genom, aber die werden durch äußerliche Einflüsse nochmal richtig reaktiviert. So, von daher reden die meisten Biochemiebücher davon Mutation.
Mutation im Genom. So, und wodurch entstehen Mutationen? Das heißt Veränderungen in einer DNA-Abfolge. Schauen wir hier einen DNA-Strang einmal an. Ja, dann sehen wir Basenpaare. Ja? Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin. So, und dann sehen wir, also A, T, G, C immer. Und durch diese vier Basenpaare ist dein ganzer Körper. Nur, du hast nur vier Bausteine. Und du baust deinen ganzen Körper aus vier Bausteinen. Nur die Abfolge kommt drauf an. Wenn ein Baustein plötzlich falsch zusammengesetzt ist, kommt es zu ganz anderen Strukturen von Proteinen und es entsteht vielleicht sogar eine Krebszelle. So, und warum passiert das? Na, ganz klar durch Radikale. Ich sage euch in jedem Video, wirklich in jedem Video, das antioxidative Potenzial bei dir im Körper, auch über NADH, über deine Mitochondrien und so weiter, das antioxidative Potenzial, damit fällt und steht alles in deinem Körper. Und das Gleiche ist hier, also zu viele Radikale werden auch DNA-Sequenzen geschädigt, ja, ganz klar. Also, durch die falsche Ernährung, natürlich durch zu wenig antioxidatives Potenzial, durch zu viel Umweltgifte natürlich, die auch die Radikale reinbringen bei dir im Körper, halt diese Funktion alle, ja. Es gibt Zellen, die diese Fehler in der DNA erkennen. Und das sind Zellen, die zum Beispiel P53 und solche Sachen, die Gene, die kennen wir, die sind dafür da, dass genauestens diese Fehler ausgemerzt werden. So. Jetzt das Problem ist aber, wenn genau diese Zellen mutieren, die normalerweise für den Kontrollzyklus zuständig sind, ob deine DNA wirklich keine Mutation aufweist, dann kommt es wirklich zu Problemen und dann kann die DNA nicht mehr suffizient geschützt werden bzw. repariert werden. Und wenn das nochmal aus dem Ruder läuft, dann kann immer noch das Immunsystem eingreifen und diese, denn eine Mutation hat immer mit einer Proteinveränderung zu tun und damit auch mit der Struktur. Und deine eigenen Immunzellen erkennen Strukturproteine, Oberflächenproteine kennt ihr zum Beispiel auch, von körpereigenen Zellen oder mutierten Zellen. Und diese werden dann eliminiert. Das heißt, du hast auch nochmal ein Immunsystem, was zwischengeschaltet worden ist. So, dann kann aber passieren, dass zum Beispiel die Oberflächenproteine mitmutieren. Und dann hat das Immunsystem schon wieder ein Problem. Oder es kann sein, dass bestimmte PD-1-Proteine exprimiert werden von der Krebszelle, die hindern, dass zum Beispiel T-Killer-Zellen, das heißt Immunzellen, die normalerweise entartete Zellen zerstören, andocken können. Das kann natürlich auch passieren. Und es kann ebenfalls passieren, dass die Zelle eine Mutation erlangt, dass sie nicht mehr die Apoptose einleitet. Das heißt, den programmierten Zelltod. Das heißt, wenn die Zelle merkt, so, ey, ich mache hier irgendwie nur Blödsinn, ich zerstöre mich mal lieber selber. Wenn das ausgeschaltet wird und mutiert ist quasi, dann kann es ebenfalls und die oberigen alle stimmen, dass die Oberflächenproteine mitmutiert sind, dann kann es zu Krebs kommen. Man sieht, es gibt sehr, sehr viele Mechanismen, die erstmal schief laufen müssen, damit wirklich Krebs entsteht. Ja, was wir aber jetzt ganz klar sagen können, bei einem sehr herabgesetzten Radikalaufkommen bei dir im Körper und bei einem sehr intakten Immunsystem ist es ultra unwahrscheinlich, dass du Krebs bekommst. Das können wir hieraus erstmal mitnehmen. Ja? So. Jetzt gehen wir mal weiter. Otto-Warburg-Effekt, ja. Der Otto Warburg war 1931 Nobelpreisträger in Medizin und der hat Folgendes beobachtet, dass die Krebszellen deutlich mehr Glucose aufnehmen als normale Zellen, aber eigentlich gar nicht atmen. Das heißt normalerweise, warum wir atmen, damit wir Zucker verstoffwechseln. Wir müssen Zucker verstoffwechseln, dafür atmen wir. Um Zucker in Energie, um ATP umzuwandeln, brauchen wir Sauerstoff. Deshalb atmest du, nur deswegen atmest du. Krebs macht das nicht, braucht aber trotzdem mehr Zucker. Jetzt hat man sich gefragt, wie hängt das Ganze zusammen? So, und dann wurde sich Folgendes angeschaut, die Tumorgewebe, die Strukturen, sind schlechter durchblutet. Ja? So, das hängt damit zusammen, dass sie natürlich entartet sind und deswegen auch weniger Sauerstoff zu ihnen gelangt. Ja? So. Und wie ihr wisst, sauerstoffarm heißt erstmal gar keine Energie. So, der Krebs weiß sich aber zu helfen. So, denn die Krebszellen haben circa 10-mal mehr Glut, also das heißt Transporter, die Glucose in die Zelle bringen. Ja, das sind Gluttransporter von 1 bis 4, die sind insulinabhängig übrigens. Die bringen die Glucose in die Zelle hinein. Davon haben Krebszellen 10-mal mehr. So, was der Krebs aber macht, weil er nicht atmen kann, kann er nicht in die Atmungskette gehen. Das heißt, er kann nicht aus Glucose 32 ATP generieren, das ist die Energie, ja, sondern kann nur, das sehen wir hier aber die Reaktionsgleichung, ja, nur 2 ATP generieren. Das heißt, er generiert 16 mal weniger. Dafür hat der Krebs aber 10 mal mehr Rezeptoren an einer Zelle als wir. Also 10 mal 2 ATP. Der Krebs generiert also aus dem Pyruvat. Ja, dazu kommen wir gleich. Das ist ein Stoff, wenn du Zucker aufnimmst,
Dann wird dieser Zucker verstoffwechselt, kommt in die Zelle hinein über diese Gluttransporter. Da haben wir dann diese Glucose. Diese Glucose wird in der Glykolyse gespalten. So, dann kennt ihr diese Schritte, 10 Schritte der Glykolyse, jeder in der Schule. Das ist im Zytoplasma. So, und dann entsteht ein Pyruvat. Und dieses Pyruvat wird normalerweise dann bei uns weitergeleitet in die Atmungskette. Und daraus generieren wir 32 ATP. Der Zucker macht das aber nicht, sondern der wird das Ganze vergären, weil ihm der Sauerstoff dazu fehlt, das weiter zu verarbeiten. Und dann entsteht Laktat und daraus kann er 2 ATP generieren. So, Laktat ist aber das Anion der Milchsäure. Das heißt, wir haben hier auch eine Übersäuerung im Umfeld quasi, eine vermehrte, was heißt Übersäuerung, aber eine vermehrte Säurebildung. Ja? So, das Entscheidende ist aber jetzt das, dass das Laktat ebenfalls nach außen gelangt und dass andere Tumorzellen von diesem Laktat wieder leben können. Das heißt, die Tumorzelle baut um sich herum ein Milieu, mehr Säure, mehr Laktat, dass das Laktat ebenfalls für die umliegenden Krebszellen zur Verfügung gestellt wird. Und so vermehrt er sich sehr, sehr schnell. Also es gibt einen Notfallplan, und zwar den hat unser Körper. Wenn der wenig Sauerstoff bekommt, dann werden bestimmte Gene aktiviert, genau genommen Transkriptionsfaktoren, die heißen HIF1. Und was bedeutet das? Also wenn du wenig Sauerstoff bekommst, muss der Körper ja irgendwie reagieren. Er muss ja trotzdem die gleiche Menge an Energie versuchen zu generieren, um alles aufrechtzuerhalten, die Funktion im Körper. Also was wird er machen? Er wird als allererstes machen, es kommt zur Ausbildung von mehr Blutkapillaren. Ja? So, das heißt die Angiogenese. Das heißt, mehr Blutkapillare werden gebildet, damit mehr Blut, mehr Sauerstoff zu den Zellen gelangt. Das ist Punkt Nummer 1, wenn eine Zelle zu wenig Sauerstoff bekommt. Das wird veranlasst dadurch, ne? Ganz klar. Dann kommt es zur Vermehrung von zur Ausbildung von mehreren Gluttransportern, das heißt von Glukosetransportern, weil die Zelle will ja trotzdem weniger kommt quasi bei ihr an. Ja? Das heißt, sie muss aber trotzdem mehr aufnehmen, um den gleichen Wert zu halten. Von daher müssen die Rezeptoren, die Zucker in die Zelle ziehen, mehr werden. Ja? Das passiert ebenfalls. So, dann werden ja in der Glykolyse, die läuft ja dann halt mehrfach ab, weil mehr Zucker auf einmal schnell verstoffwechselt werden muss, um die gleichen Wert noch zu halten ohne Sauerstoff. Das heißt, die Enzyme werden vermehrt gebildet, die für die Glykolyse notwendig sind. Und vor allen Dingen, jetzt kommt's, die Laktat, die Hydrogenase, das heißt dieses Enzym, welches dann dementsprechend den Zucker vergärt, wird ebenfalls gesteigert. So, weil das merkst du zum Beispiel, wenn du Sport treibst. Wenn du immer mehr Sport treibst, brennen irgendwann deine Muskeln. Warum? Weil mehr Laktat gebildet wird. Laktat ist sauer. Es senkt den pH-Wert. Das erklärt das Brennen in deinen Muskeln. Und genau das passiert dann halt alles. Und das sind alles die Funktionen, die Krebszellen ebenfalls übernehmen von deinen Körperfunktionen. So, ebenfalls ist es so, dass die Pyruvat-Dehydrogenase, ja, das ist das Enzym, du hast oben die Glykolyse, ja, wo ja das Glucose, das heißt der Zucker, verstoffwechselt wird. Unten kommt dann Pyruvat raus. Dieses Pyruvat, was entsteht, das wird normalerweise in Acetyl-CoA umgewandelt, das ist ein Essigsäurerest, und der kann dann halt in die Mitochondrien reingehen bei dir und verarbeitet werden. Da generierst du dann richtig Energie. Krebs macht das aber nicht. Er hemmt die Pyruvat-Dehydrogenase. Er will ja gar nicht, dass das weiter veratmet wird in der Atmungskette, weil er hat da keinen Sauerstoff dafür. Das heißt, er muss vorher einen Riegel vorschieben, muss sagen, hey, nee, hier darf das nicht weiter. Ich muss das Enzym Pyruvat-Dehydrogenase hemmen und dieses Laktat, was gebildet wird, dieses Pyruvat, was gebildet wird, vergehre ich lieber zu Laktat, weil darüber kann ich Energie generieren, weil Laktatbildung passiert anaerob, ohne Sauerstoff. Okay? Das heißt, durch eine Zufuhr von Alpha-Liponsäure ist das, denn die Pyruvat-Dehydrogenase ist abhängig von Alpha-Liponsäure. Das heißt, der Krebs will nicht, dass die Pyruvat-Dehydrogenase arbeitet, weil die wandelt ja sein Pyruvat, was er braucht für das Laktat, für die anderen Krebszellen, für seine Energiegewinnung, um ohne Sauerstoff. Die Pyruvat-Dehydrogenase würde das Pyruvat vorher umwandeln und würde dem Krebs das quasi entziehen, damit er das nicht mehr gären kann. Und das würde dann weiter in den Zitratzyklus reingehen und der Krebs kann nicht wirklich den Zitratzyklus vonstatten gehen lassen, in dem Maße, ja, über die Zuckerverstoffwechselung, über die Fettverstoffwechselung schon, aber das ist ein anderes Thema, weil ihm ja der Sauerstoff dazu fehlt. Ja? Von daher an könnte es einen Einfluss haben, dem sehr viel Alpha-Liponsäure zuzuführen, weil der Krebs kann gar nicht so viel Pyruvat-Dehydrogenase hemmen, wie sie arbeiten würde, wenn sehr viel Alpha-Liponsäure da ist. Denn das Wichtigste für die Pyruvat-Dehydrogenase ist Alpha-Liponsäure. Ja? Das ist ein Therapieansatz meiner persönlichen Meinung, was ich persönlich für mich machen würde. Ja? So, jetzt sagen ja manche, okay, wir brauchen keinen Zucker.
Nehmen, weil die Krebszellen nehmen zehnmal mehr Zucker auf als normale Zellen. Und damit gewinnen sie, habe ich ja gerade gesagt. Ja, und jetzt essen dann viele halt so, ja gut, was esse ich denn dann? Ja, dann esse ich Fett und viel Eiweiß. Und das große Problem ist, isst du viel Eiweiß, denn die Krebszellen können sich ebenfalls adaptieren, ist es noch schlimmer. Denn es wurde beobachtet, dass Leberzellen über zehnmal so viel Glutamin aufnehmen. Und Glutamin ist die häufigst vorkommende Aminosäure bei uns im Körper, ja? Und jetzt zeige ich euch, warum das so ist und das ganz, ganz fatal enden kann, wenn die Leute sagen so, ja, esst bloß kein Zucker, dann essen die Leute deutlich viel mehr Eiweiß und dann wird der Krebs noch schneller wachsen. Das zeige ich euch, warum das so passiert, ja. Also, wir haben hier oben die Glykolyse, ja. So, in der Glykolyse haben wir ja gerade gesagt, du isst Zucker, ja, nimmst ein Stück Zucker auf, isst das, das geht im Magen-Darm-Trakt, wird gespalten, die Zucker in Einfachzucker, in Glucose, die Glucose ist im Blut. Die Zelle nimmt über den Gluttransporter die Glucose auf, dann ist das die Glucose im Zytoplasma der Zelle. So, da findet die Glykolyse statt. In 10 Schritten wird dieses Glucosemolekül umgewandelt zu Pyruvat. So, das ist das, was rauskommt, das Pyruvat. Das wird normalerweise über die Pyruvat-Dehydrogenase zu Acetyl-CoA, das ist ein Essigsäurerest quasi, der über eine SH-Gruppe gebunden ist, aber will jetzt nicht zu weit führen. So, und das geht dann dementsprechend weiter. Das ist hier ein Mitochondrium in der Atmungskette. Und daraus, aus diesem Pyruvat, werden dann 32 ATP später generiert. So, der Krebs macht das aber nicht so. Sondern der Krebs greift ja hier ein, das Pyruvat, ja, wird nicht über die Pyruvat-Dehydrogenase, die wird ja gehemmt vom Krebs, ja, weil er kann das nicht veratmen. Den Zucker, er kann das nicht veratmen, denn hier in diesen Schritten in der Atmungskette ist Sauerstoff vonnöten. Das hat der Krebs nicht, von daher wird er diesen Weg hier gar nicht gehen. Das heißt, er muss vorher einschreiten, hemmt die Pyruvat-Dehydrogenase, vergärt das. Ja? Hier haben wir zwei ATP generiert er durch diese Laktatgärung. Ja? Habe ich ebenfalls schon gezeigt, die Reaktionsgleichung. Ja? So, das wird ja vonstatten gehen. So, das große Problem ist aber das hier. Das passiert natürlich die ganze Zeit. So, so, so. Jetzt sagen wir mal, okay, du isst aber kein Zucker mehr. Das heißt, die Glykolyse läuft ja nicht mehr ab. Das heißt, von hier oben kommt ja kein Pyruvat mehr. Ja, das heißt, der Zucker kann nicht mehr gären. Jetzt machst du Folgendes. Jetzt isst du sehr viel Proteine. Das heißt, du isst du Proteine und die häufigst vorkommende Aminosäure ist Glutamin. Darauf hat der Krebs sich spezialisiert. Er hat natürlich genau die Aminosäure genommen, die am häufigsten vorkommt. Der ist ja nicht doof. So, das heißt, was passieren wird aus Glutamin, wird er Glutamat machen. Ja? So, und aus diesem Glutamat kann der Krebs Alpha-Ketoglutarat machen. So, das klingt jetzt alles total verwirrend. Wir haben hier einen Citratzyklus, ja? Der läuft im Mitochondrium ab. Ja? Das ist ganz wichtig, denn aus diesem Citratzyklus kommt das NADH+. Und das war ja in meinen vorherigen Videos so extrem wichtig. Also, das ist ja die Atmungskette hier, sehen wir ja hier. Und hier ist der Sauerstoff und hier ist das NADH, was gebraucht wird, um später ATP zu generieren. Und dafür ist Sauerstoff vonnöten, was der Krebs nicht hat, und NADH ja allgemein. Das machst du normalerweise. Und woher dieses NADH hier kommen soll, das ist der Sauerstoff, den du einatmest. Und dieses NADH, der kommt von der Glykolyse, von dem Citratzyklus. Wenn der einmal abgelaufen ist, dann kriegst du dein NADH. Und das ist das Wichtige, nur so. Der ist quasi das Äquivalent zu dem Sauerstoff, was du atmest. Ja? Das ist das Wichtigste, was entsteht. So, also, das ist normalerweise der Kreislauf. Ja? So, der geht so rum, sehen wir. So, der Krebs macht aber Folgendes. Glutaminumwandlung zu Glutamat und dann zu Alpha-Ketoglutarat. Und Alpha-Ketoglutarat ist ein Molekül, was normalerweise im Citratzyklus entsteht. Das heißt, der Krebs kann mit Glutamin ein Intermediat bilden, was normalerweise ein wichtiges Molekül im Citratzyklus ist. Das heißt, er grätscht da rein. So, jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Normalerweise ist die Reaktion von Alpha-Ketoglutarat Isocitrat, die ist irreversibel. Das heißt, die geht nur in diese Richtung. Nur in diese Richtung. Das kann nicht zurück. Das hat unser Körper extra so gemacht, denn er will nicht, dass du in diesem Fall aus Glutamin später Fettsäuren bilden kannst. Das will unser Körper gar nicht. Deshalb hat er hier diese Reaktion irreversibel gemacht. Dafür fehlt uns das Enzym. Wir können es nicht zurückreagieren. Die IDH3 katalysiert, ja, also fängt an der Citratzyklus, Acetyl-CoA, Citrat über die Aconitase, dann Isocitrat, ja,
dann mit der IDH3 zu Alpha-Ketoglutarat. So. Und das geht nicht wieder zurück, weil uns dieses Molekül hier fehlt. Und das ist die IDH2. Und das ist das Enzym, was nur Krebszellen bilden können. Und das bildet die Krebszelle. Und jetzt kann die Krebszelle mit ihrem Glutamin, ja, das Alpha-Ketoglutarat bilden und kann die Rückreaktion, was unser Körper gar nicht kann, bilden und kann quasi aus dem Alpha-Ketoglutarat Isocitrat bilden. So, und dann geht die Reaktion auf einmal zurück. So, und diese Reaktion von Isocitrat nach Citrat über die Akonitase ist sowieso reversibel. Ja? Die geht in beide Richtungen. Da hat der Krebs leichtes Spiel, da braucht er kein extra Enzym haben. Das geht sowieso leicht. Und aus Citrat kann der Krebs Fettsäuren bilden. Und dann hat er quasi seinen Energielieferanten. Ja? Und aus Glutamin. Und das passiert die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und Fettsäuren sind sehr, sehr ergiebige Energiespender, ja? Wie wir wissen. So, und dann passiert Folgendes. Du wirst quasi an Proteinen, der Krebs wird seinen kompletten Stoffwechsel umstellen und wird nicht mehr auf die, der wird sagen, hier, pass auf, darauf scheiße ich. Ja? Ich mache jetzt einfach über Protein und dann über die Fettsäure meine Energie und kriege dadurch mein NADH. Und dann wird der Krebs eben deutlich schneller wachsen können noch zusätzlich. Das heißt, was können wir sagen? Wir können sagen, wir müssen auf jeden Fall verhindern, Glutamin zu supplementieren, in jeglicher Art und Weise. Wir sollten nicht mehr Glutamin zuführen, als wir überhaupt schon zuführen über unsere Ernährung. Ja? Wir sollten die normalen Proteinstandards, ja, circa einhalten. Ja, das ist so, ich sag mal so, für nicht trainierende 0,8, ja, pro Kilogramm Körpergewicht, ja, 0,7, 0,8, ja. Für die Trainierende kommt man schon so auf 1,5, ja, das ist das Maximum meines Erachtens, ja, Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Das ist so das Maximum, was meines Erachtens notwendig ist, ja. Und das heißt, dass man die Glutaminkonzentration im Körper nicht zu hoch fährt. Denn wenn du zum Beispiel einen Mikrotumor hast, musst du dir vorstellen, du hast einen Mikrotumor. Und das große Problem ist dabei, dass dieser Mikrotumor sehr schnell wachsen kann. Wenn er die Bedingungen bekommt, das heißt, indem er sehr viel Zucker bekommt, um sehr viel schnell Laktat bilden zu können, und wenn er gleichzeitig noch sehr viel Glutamin bekommt, dann wird dieser Mikrotumor so schnell wachsen zu einem Makrotumor, bevor er von deinem Immunsystem gesehen werden kann, weil dein Immunsystem nicht richtig funktioniert. Und dann entsteht eben ganz schnell Krebs. Ja? Von daher an, meine Empfehlung, eine extrem hohe Proteinzufuhr, Ernährung ist sicherlich sehr, sehr schlecht. Ja? Sehr, sehr schlecht und korreliert auch sehr, sehr stark mit Studien mit Krebswachstum. Ja? Und das ist dieser Grund aufgrund des Glutamins, ja? Weil die Konzentration von Glutamin deutlich zu hoch sind. Eine sehr, sehr zuckerbasierte, eine Zuckermasternährung ist ebenfalls genauso schlecht, weil wir sehen hier sehr viel Laktatbildung für den Dingens möglich für den Krebs. Ja? Von daher an, eine ausgeglichene Ernährung ist sicherlich sinnvoll. Ja? Sowas wie 200 Gramm Kohlenhydrate braucht der Körper am Tag fürs Gehirn, für die Erythrozyten, weil die keine Mitochondrien haben. Ja? Das ist so das Minimum, was man fahren sollte. Für Sportler definitiv ein bisschen höher, ja. Da kann das wird natürlich auch ein bisschen mehr verbrannt, der Zucker. Ja? Der Glykogenspeicher muss ein bisschen voller sein, ja. Aber diese ganzen Zuckermastgeschichten sind Quatsch. Diese ganze Proteinernährung ist völliger Blödsinn, ja. Das ist das, was später extrem dein Krebsrisiko steigert, ja. Und das ist einfach faktisch. Da muss man nicht drüber diskutieren, ja. So, das heißt, eine Ernährung, die sehr viel Antioxidantien hat, sehr wenig Umweltgifte, moderat Protein, moderat Kohlenhydrate und deutlich mehr diese Gaps, weil es gibt immer diese absolute High-Carb-Ernährung und es gibt auch diese extremen fleischbasierten, extrem proteinreichen Ernährung. Nein, das muss substituiert werden, ja, indem wir mehr einfach ungesättigte Fettsäuren bei uns im Körper bekommen. Ich sage euch, einfach ungesättigte Fettsäuren sind die Fettsäuren, die Serotonine aktivieren und damit auch, das sind bestimmte Gene, Langlebigkeitsgene, das ist wirklich maßgeblich darauf zurückzuführen, auf die Aktivierung der Sirtuine durch einfach ungesättigte Fettsäuren. Das ist übrigens auch der Punkt, was Resveratrol imitiert, quasi einfach ungesättigte Fettsäuren, und ist deshalb so ein starkes Mittel zur Verjüngung, ja, laut den Studien, ja. Von daher, einfach ungesättigte Fettsäuren sollten definitiv mehr nach oben gefahren werden. Macadamianüsse, Oliven allgemein, ja. Avocados und solche Sachen halt, ja. Sollte substituiert werden
indem etwas Kohlenhydrate weggenommen werden, indem etwas Protein weggenommen wird und das ein bisschen mehr nach oben gefahren wird, etwas gleichmäßiger. So hat man keine extrem hohen Peaks von Zucker und von Glutamin, um es den Krebs sehr einfach zu machen. Ja? Das heißt, sehr viel Pflanzen vor allen Dingen essen, Antioxidant, also antioxidatives Potenzial hochfahren des Körpers. Ja? Das ist nochmal ein Tipp von mir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich würde mich sehr freuen auf purazell.de, um mich dabei zu unterstützen für meine Arbeit, die ich für euch mache. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support. Abonnieren nicht vergessen.